Willkommen zu nicht einer ganz normalen Folge des Minecraft-Projekts mit Alex. Das ist, die heutige Folge ist die erste Special-Folge. Also schaut zuerst bei Alex vorbei, lasst euch gerne ein Like und Abo da. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen mit vielen Lachern, mit hoffentlich nicht zu großer Verwirrung, aber auch lustigen Szenen und genau. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Sorry, dass in letzter Zeit so wenig Videos kamen. Ich muss ehrlich mal mehr machen, aber ich komme momentan nicht dazu, weil das Cutten des Projektes richtig viel Zeit nimmt. Ne, ich hoffe, ihr merkt das auch, im Gegensatz zu meinen anderen Videos. Egal. Es wird hoffentlich mehr kommen, Leute. Seid zuversichtlich. Genau, lasst alle gerne Like und Abo da. Und jetzt geht's auch schon los. Moin Moin hier in Norddeutschland, ne? Ja, es geht wieder los mit Erfolg. Und jetzt starten wir mit ein paar feierlichen Sachen. Und zwar hat der Henrik, der Bugdruid, eine Hafenmeisterplakette bekommen, die er sich vorne an sein Schiff hängen kann. Also, bist du bereit? Ja. Als großer Streaming-YouTuber, sehr geehrter Henrik, habe ich hier ein Geschenk für dich, weil ich deine Aufgabe als YouTuber sehr zu schätzen weiß, deine Teilnahme an diesem Projekt. Oh. Moment. Ja, ich glaube, das mit den Dreizecken war mein Freund Günni aus Hamburg. Moment, als deine Teilnahme an diesem großartigen Projekt und als vollen Respekt gegenüber deinem Hafen. Ach ja, vollen Respekt, das merken wir uns nochmal für später. Habe ich hier eine Urkunde für dich. Und diese Urkunde wird nun gefüllt mit dem Zertifikat des großartigen Hafenmeisters. Von dem original norddeutschen Flensburger Original, den Bayern, Alex. Ui. Ja. Hafenmeister Bugdruid. Und wenn du jetzt quasi das in den Rahmen setzt. Noch ist alles ganz, ganz, ganz friedlich. Ja. Hast du eine Urkunde? Noch. Schau her. Ui! Das könntest du quasi irgendwann deinen Hafen hinhängen. Ah, sehr cool. Ja, vielen Dank. Der Diamant, das schaut so blau aus wie das Meer. Das könnte man eigentlich mal hinsetzen, oder? Ja, das ist cool. Nein! Der hat's mit dem Dreizack. Oh, aber der Rahmen ist noch da. Okay. Ja. Vielen Dank. Das weiß ich zu schätzen. Vielen Dank. Sehr gern. Aber jetzt, ja, darauf erstmal ein Fisch, weil es wird jetzt ganz schön spannend, also holt euch auch was zum Futter. Warum brennt mein Hamburg? Wir schreiben das Jahr 1842. Dort gab es wirklich in der echten Stadt Hamburg einen riesigen Stadtbrand. Die Ursache des Brandes ist unklar, aber trotzdem hatte der Brand richtig viele schlimme Folgen. Erstmal wurde fast die ganze Altstadt abgebrannt, viele starben, allerdings konnte das Feuer auch wieder zur Ruhe finden, aber genau das ist auch einfach in Minecraft passiert. Der Unterschied ist aber, dass die Ursache bewusst ist, aber das kommt noch. Was? Hamburg brennt. Scheiße. Ach du Scheiße! Hamburg brennt! Ah, Scheiße. Warte, hey, warum kann sich Feuer ausbreiten? Hä? Gehört das mit zur Zelle? Ach du Scheiße. Ich weiß, die nächsten 10 könnten für euch vielleicht ein bisschen verwirrend sein, aber es ist klar, irgendeine Person, ob auf dem Server oder reingehackt, hat irgendwas gegen mich oder mein Hamburg. Ne, da gab es ja diesen kleinen Konflikt zwischen den Hamburgern und Bayern. Und genau, man weiß nicht, wer es war. Aber irgendjemand hat Hass auf mich. Und ist natürlich auch ein bisschen sass. So sagt das die heutige Jugend ja immer, dass, auf einmal so diese Celebrity-Dings hier feiern, sagt man das hier in Hamburg, Reeperbahn. Die war da ja. Und direkt dann auch von Hamburg. Es ist ein bisschen verdächtig, sagen wir es mal so, ne? Alles kaputt. Oh. Hä, das macht irgendwie keinen Sinn, ich verstehe es nicht. Ich krieg einen
Hafenmeisterabzeichen und kurz darauf brennt Hamburg. Was? Aber das passt eigentlich zur Geschichte Hamburgs. Denn Hamburg hat ja auch mal gebrannt. Was zur Geschichte Hamburg? Das Haus ist abbrennt. Ja. Das ist Griefing. Hamburg hat auch mal gebrannt. Ja, oder gab es ja wirklich mal einen Brand in Hamburg? Ja, der Henrik ja nicht so unrecht. Jetzt kommen auch noch Pillager. Heilig, jetzt wird Hamburg auch noch überfallen. Und wenn ihr denkt, Hand anzünden und sozusagen das Haus zerstören und ein paar Mobs spawnen, wie zum Beispiel die Pillager, ist alles. Nee. Der Griefer, der hat noch was ganz anderes gemacht. Das kommt aber später. Oh Gott. Action in Hamburg. Ist jetzt schon wieder der Hamburger Dom oder was? Ach. Was ist denn hier los? Also, was ist das hier? Okay, jetzt wissen wir, der Griefer hat was gegen Hamburg. Deshalb attackiert er Hamburg mit den ganzen Pillagern und Mobs und zündet die Base an, damit sie weg ist. Ja, aber Hamburg ist nackt. No, meine Arme und mein Kopf ist vielleicht nackt, aber das sind bei den Bayern auch der Fall. Ich bin angezogen und ich komme aus Hamburg. Ich... Leute, ich bin gleich tot hier. Was ist was? Hä? Das kann nicht sein. Was ist hier los? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wieder. Ja. Nein, das kann gar nicht sein. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Ich glaube, du wurdest ganz, ganz doll geprankt. Das glaube ich auch. Aber ich verstehe. Das ist so komisch. Ich krieg ein Dingsabzeichen und dann direkt danach ist Hamburg weg. Das ist verdächtig. Olivia. Wer war das? Hamburg ist nicht schön. Alle Hamburger sind nackt. Henrik, der nackt. Also da hat jemand Henrik falsch geschrieben. So, nochmal. Als Anmerkung. Das habe ich im letzten Video auch gemacht. Hä? Nein. Das ist gescriptet. Das kann nicht sein. Hier, die Screamer können nicht aus dem Nirgendwo spawnen. Die können nicht vom Wasser hergekommen sein, so schnell. Das kann nicht sein. Ist der Unlass? Da muss irgendwas. Alter, es kommt noch ein Pillager. Ja, der kommt von da oben. Da ist. Warst du das mit dem Wasser? Ja, ich wollte hier hoch. Was? Was? Es ist verbrannt. Wie unschuldig. Ja, sehr verdächtig hier, ne? Ja, das ist noch mehr Blitzer. Hamburg ist wirklich mal abgebrannt. Also das spielt in die Geschichte Hamburgs mit ein. Okay. Oh, nö. Also das Blitzer. Ist alles. Das ist hier alles originalgetreu. Bin wieder da. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, Hamburg ist. Na, Hamburg brennt. Hamburg ist abgefackelt oder was? Ernsthaft? Ja. Von wem? Ich weiß es nicht. Oh, das ist nichts gut. Aber eigentlich, ich schaue nach, ist Feuer verbreiten auf dem Server aus. Wo kommen die ganzen Wächs her? Die werden gespawnt von irgendeinem Dussel. Nein, Henrik. Oh, Alter. Nee, ich bin auch groß. Ich hab mal gesagt, das Projekt darf nicht im Chaos enden. Das Gegenteil wurde bewiesen. Alex hoch 2 haben mich zum ein Hafenmeister Etikette Auszeichnung gemacht. Offiziellen. Genau, das haben sie gemacht. Das haben die gemacht. Ganz nett, nichts auszusetzen. Dann komme ich nach Hamburg. Und Hamburg liegt in Schutt und Asche. Das kann kein Zufall sein. Das muss ein Ablenkungsmanöver sein, damit irgendjemand das anzünden kann. Mhm. Ja, hat Henrik ja ganz gut gesagt, ne? Ob das stimmt oder nicht, das erfahrt ihr, wenn ihr das Video weiterguckt. Also ich weiß nicht, ich war kacken. Okay. So. Jetzt wird der Griefer aber ganz schön frech, weil er einfach mal eine geklaute Tierrüstung ins Wasser schmeißt und die kann die spawnen. Hätte das
Erklärung kann er sie ja durch, aber nicht einfach hinlegen. Hey! Ja, Das kann nicht sein. Ihr könnt ja gern meine ganze Diamantenrüstung klauen, aber nicht einfach hinschmeißen. Und was ist das hier? Was ist das hier? Ja, ich muss ja sagen, der Grief hat ein bisschen übertrieben, ne? Aber das wird sogar noch schlimmer. Also, ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, wenn ich das nicht gesehen hätte. Henrik, das sieht ein bisschen unentspannt aus. Digga, hier ist... Scheiße, was ist denn da los? Das kann nicht sein. Also, der das gemacht hat, kriegt einen unendlichen Bann. Boah, da liegt deine Dierhose. Was zur Hölle ist ein Großwächter? Ich will es nicht wissen. Henrik? Hast du deine Dierhose verloren? Ja, die liegt hier. Die liegt hier mitten im Spiel. Ah, ja, da hab ich ja. Obwohl, ja, Wächter kann. Ja, Wächter kann sein. Wächter, ich hab jetzt Dings. Ich hab die Dierhose. Toll, ich hab die Dierhose. Aber. Oder dieser Magier. Obwohl, nee, der heißt. Brustplatte hatte Schutz 4. Ja. Die hat doch sicher jemand dahin gedroppt. Hundertprozentig. Es kann nicht sein. Alex. Hallo. Nee, jetzt habe ich Abbaulähmung. Ja, ich. Nur so als kleine Info, das könnte für Verwirrung sorgen. Ich habe das gesagt, das Wort, was gleich kommt. Aber ich meine, ich habe nicht ausgesprochen, weil danach noch was anderes dazwischen kommt. Habe ich einfach das Wort so stocken gelassen, sagen wir es mal so. Ich wollte Pufferfisch sagen, weil da auf einmal Pufferfische waren. Aber das hat sich ein bisschen schlecht entwickelt. Im Chaos kann halt alles Mögliche passieren, ne? Hier sind Puff! Was machen die hier? Wir sind hier nicht in der Puppe. Hier ist Puff! Hier ist Puff! Was ist wo? Was ist das hier? Hier ist Puff! Was ist der Puff? Wo ist der Puff? Ein Puff! Hat er denn gerade gesagt? Hier ist ein Puff! Alex, meinst du? Oder so, ja, keine Ahnung, irgendwer hat gesagt, hier ist ein Puff. Meine Rüstung ist komplett Schrott, es ist alles im Arsch. Alles ist im Arsch. Ja, zu dem Zeitpunkt wissen wir ja noch nicht ganz genau, was es ist, ne? Ob es ein Prank von anderen ist oder ob sich jemand reingehackt hat. Aber ich kann nur so sagen, für die, die es überhaupt, die Chaos überhaupt nicht abstehen können, wir haben alles danach wieder repariert und ich habe alles wieder ersetzt bekommen. Wir sind sozusagen alle wieder auf den Stand gekommen, wo wir waren, bevor das alles gestartet sind. Hey, schon die dritte Wüste. Endermänner, was? Woher kommen denn hier jetzt 15 Endermänner her? Rick, das wird ganz schwer, das wieder hinzubekommen. Ganz ja, allein, ganz die werden hier gespawnt. Irgendjemand hier ist im Creative. Ach du Scheiße, wer hackt da gerade die Server? Bei mir ist ganz entspannt, bei 4000 auf 100. Das ist das. Ja, und jetzt gerät so ziemlich alles außer Kontrolle. Schaut euch mal die ganzen Leute an. Das sieht ja besser aus als meine Zeiten an der Riverborn. Die wollen alle nochmal auf der Riverborn. Aber ja, es sind zu viele, ist zu viel Andrang. Kann man nicht alle gleichzeitig bedienen, ne? Alter, ey, ich tick doch aus, Alter! Ich tick doch aus! Ich hab ein Kamel gefunden. Toll, Kamel. Wow. Das hast du besten. Ich hab die Teil auf mein Leid. Oh, Alter, was ist das? Die wollen alle. Was hat die aber hingesetzt? Digga, ich reite ein Kamel. Ich glaub, die kommen alle von der Riverborn. Komm alle von der Riverbahn! Ja, sind die moin. Bauarbeiter, ich mach jetzt Pause bei euch. Das ist so geil. Wollt ihr, wann kommt ihr auch alle von der Riverbahn? Ja, Riverbahn, ne? Nee, ich will nicht verlassen. Alles gut. Ja, guck mal hier. Riverbahn. Alle von der Riverbahn. Also jetzt habe ich wirklich alles entdeckt. Jetzt habe ich auch so ein Canyon-Gebiet gefunden. Es kann nicht sein. Also ich möchte danach ausführliche Erklärung haben, was hier passiert ist. Ja, ich suche auch gerade. Was ist der Lagebericht gerade? Ja, der Lagebericht ist Chaos. Mehr nicht. Geht beim Backdroid alles schief. Ich schaue gerade in der Konsole. Es ist aber nichts in der Konsole zu sehen. Der Alex ist am Farmen. Ich bin eigentlich bei Ihnen. Ich bin gerade in Kreativmodus und schaue mir das gerade an. Keine Ahnung, was da abgeht. Also, wenn es ein Hacker ist, was wir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht wissen, ja, dann muss er sich auf jeden Fall sehr gut getarnt haben, weil Alex hat ja alle Rechte, er hat ja in der Zeit auch überall geguckt, wo was ist, und er hat einfach nichts gefunden. Also, das muss echt ein sehr guter Hacker sein. Aber man weiß halt immer noch nicht, ob es überhaupt einer ist.
Also ich verstehe vor allem nicht, also das muss ja irgendjemand sein, der richtig Hass auf Hamburg hat. Oder auf dich. Das Stadt Hamburg. Hamburg ist nicht schön, stand da. Und wer die Vorgeschichte kennt. Ja. Henrik, wo bist du? Ich bin gerade in Hamburg. Da geht's drunter und drüber. Die wollen alle bedient werden hier. Normaler Samstag. Normaler Samstag. Aber das kann echt nicht sein. Ich sterbe hier. Aber irgendjemand muss sie gespawnt haben. Das kann jetzt echt nicht sein. Das ist unmöglich. Das laggt zu sehr. Eisengolem! Alter. Und es ist Alex, sicher, dass du das nicht gespawnt hast? Sicher? Ja. Sicher, also wirklich 100%ig sicher. Überleg deine Antwort dreimal. Ja. Okay, naja. Sicher ist nur die Dichtung, wenn sie im Bing-O-Zung wird. Also. Nee, aber das kann doch nicht sein. Sagt mal, das. Ihr gebt mir ein Hafenmeisterabzeichen und im gleichen Moment brennt Hamburg nieder. Nee, das ist auf jeden Fall kein Zufall. Warden! Woher kommen denn jetzt die Warden hier? Hier ist ein Warden in Hamburg! Warden! Heilige Macaroni! Ach du Scheiße! Warden! Ach ja, die waren bei mir auch schon mal auf der Riverbahn. Warum bist du unentspannt? Drei Warden! Vier Warden! 10 Eisengolems! Ich tick einfach nur aus. Ach du Scheiße, die Eisenkönigs kämpfen gegen die Wolves. Ich tick nicht aus. Warum sagst du Scheiße? Ist doch gut, damit Hamburg nicht zerbombt wird. Ja, ich schau total lustig aus. Henrik, der B hier am besten Tag angekommen. Ja, am besten, wirklich am besten Tag. Spannend. Einzige Sache. Alter, es kann echt nicht sein. An die Scheibe. Ich. Der ganze Blues ist voller Kugelfische. Digga, ich hab meinen Ton an. Alter, mein Ton. Alles. Oh, Scheiße. Was ist hier los? Oh Mann. Oh, hallo Warden. Ist doch all. Oh, das danke. Die Warden und ich hab Eisen. Die Warden und die Eisen. Ich hab Eisen. Ja. Die Warden und die Eisengolem räumen auf. Das war natürlich ein Vorteil. Buktruid hatte da noch 2 ganze Stacks Eisen, weil die ganze Eisengolems von den Mobs, wie auch die Warden, getötet wurden. Genau, die wurden getötet und da habe ich das ganze Eisen eingesackt. Da hatte ich 2 Stacks, die mir echt in verschiedenen Sachen geholfen haben. Ich meine natürlich Buktruid. Und genau, die haben wirklich sehr gut geholfen. Und vor allem, er hatte davor auch ein paar Eisenprobleme, sagen wir es mal so. Und es ist nicht alles nachteilhaft, ne? Also, wer auch immer das hier gemacht hat, ich will wenigstens eine Diamantbrustplatte wieder bekommen mit. Jetzt passt auf, Schutz 4. Henrik, du musst noch ein paar Zinsen raufrechnen. Auch noch Referat. Ja, stimmt. Ja, und auch noch ein bisschen. Ja. So. Genau, Dorn auch noch rauf. Zinsen, ganz wichtig. Und Steuern beim Finanzamt. Ja, wichtige Sache. Ein paar Zinsen noch dazu rechnen. Das ist immer gut. Das spricht nochmal für einen raus. Wieso brüllt er mich jetzt an? Es kann nicht sein. Digga, ich töte den Warden jetzt. Ah. Ganz easy. Lass mich einfach wiederbeleben, so lange bis er tot ist. Ich hit ihn immer 2-mal, wenn ich lebe, und dann. Ich mach mit. Und jetzt wird es sehr kritisch und auch ernst. Da ist ja schon ein hamburgischer Akzent weg, ne? Hä? Scheiße! Wer war das? Nein!
Was passiert? Nein. Wer hat Keep Inventory ausgemacht? Wer war das? Wer zum Geier hat Keep Inventory für einen Moment ausgemacht? Oh, naja, wenigstens ist hier Lachs angespielt worden. Frisch aus der Nordsee. Apropos Lachs, da habe ich doch auch noch einen zu essen hier. Mmh, oh, lecker, lecker. Alter, das kannst du echt keinem erzählen. Und jetzt ist alles ruhig. Jetzt ist alles ruhig. Alles ist ruhig. Alles ist ruhig. Alles ist ruhig. Hier schwebt jemand Unsichtbares. Mit Unsichtbar-Potion. Der macht Hamburg weiter kaputt. Okay, dadurch haben wir die Information, dass sich dieser Hacker oder Spieler auch zeigt. Anscheinend auch im Creative, wenn er da so rumfliegt, haben wir schon mal ein paar mehr Anzeichen, dass er aktiv etwas macht, ne? Ja, aber wer das genau ist, weiß man immer noch nicht. Kommt aber auf jeden Fall noch. Der hat ein Buch, der... Das ist falsch. Nee, das kann nicht sein. Nee, das unterschreibe ich nicht. Den Vertrag unterschreibe ich nicht. Südländisch, Nordländisch, wenn denn. Ich erkenne den Hafen offiziell als unabhängig und südländisch an. Unterschrift. Wer schreibt Unterschrift falsch? Unterschrift. Hafenmeister. Das ist ja schön. Unterschrift falsch. Digga, er kann sich das Buch in Arsch schieben. Alex? Ja, jetzt wollte der Hacker oder die Spieler mich griefen. Ja, die wollten jetzt, naja, wie soll ich sagen? Hamburg sozusagen ein bisschen von deren Welt bannen. Ja, das ist natürlich nicht sehr nett. Aber keine Sorge, Leute, das ist nicht passiert. Ob es passieren wird, das weiß man natürlich nicht. Man kann nicht in die Zukunft schnüffeln. Aber es ist nicht passiert, denn meine Elbphilharmonie, die ich noch weiter baue, beispielsweise, ist ja auch in Hamburg. Also in diesem Königreich von Alex drin. Also. Hamburg wird nicht verbannt, keine Sorge. Alex, was du das abgeben? Hier ganz viele. Alex! Wüstenzombies, die können mich. Oh. Phantome! Woher kommen denn die Phantome? Ja, Happy Hour bald vorbei an der Reeperbahn. Da kommen natürlich nochmal ganz viele Leute. Blazes! Geil! Ich besiege den Enderdrachen. Blaze Rods. Geil. Aber wir müssen das jetzt lösen. Oh nein! Was? Obernachthaus? Lava! Obernachthaus. Wer ist denn der Obernachthaus? Ein Wither. Ein Wither. Da fliegt Lava, fließt Hamburg hinunter. Das ist ja wie in echt. Es gab wirklich mal so in Hamburg. Es gab in Hamburg mal, da hat alles gut angezündet. Wer ist denn aber der Obernachthaus? Aber da musst du für Savo das Kind. Wer ist der Obernachthaus? Obernackt-Tanz. Ich glaube, der heißt Obernackt, weil mein anderer Skin ja so ein paar Skinfehler hat. Weil seine Beine ja nackt aussehen. Ja, Happy Hour bald vorbei an der Reeperbahn. Da kommen natürlich nochmal ganz viele Leute. Da ist ein Wizard in deinem Haus. In meinem Haus. Scheiße, wo ist der Wizard? Ja, in meinem Haus. Dieser Obernackt-Haus. Ja, ich weiß auch, warum Obernackt, weil mein Skin nackt ist. Das ist der Wizard. Nee, aber hier in meinem Haus? Was? Obernackt Hans oder Hans Nackt Söllner, so wie auch immer man es nennen möchte, komische Namen, ich weiß. Aber so hat sich der Hacker oder Griefer genannt. Ne, haben wir schon mal ein paar mehr Informationen. Aber wer es ist, weiß man immer noch nicht. Meine Güte. Warum? Hey, wo ist denn der Wieser? Da war zumindest. Der ist weggegangen. Weggegangen. Alex, findest du, wo ist der? Da oben ist er, Henrik. Ja, da was denn? Aber da ist der Wieser, wo ist der? Wo ist der Wieser? Ja, und da geht, häuslich gesehen, nochmal so richtig viel ab wegen der Lava. Und der Wizard kommt auch noch, also oh, ganz viel, was dieser Griefer da macht. Obernacktanz? Obernacktanz? Henrik! Ich werde jetzt so verarscht. Henrik, der ist hier oben, ich weiß es. Der ist, guck mal da oben. Wo ist der? Ach du Scheiße. Ich bin unter Stress. Wo ist der? Ich kann das alles nicht mehr. Wieso greifen die Phantome einen eigentlich nicht an?
Keine Ahnung, weil die dumm sind. Ja, die sind auch verwirrt. Ja, die sind alle verwirrt. Ich bin auch verwirrt. Alle hier sind verwirrt, außer dieser Unruhestifter. Später wird aber alles noch aufgeklärt. Wo ist der Hans? Wo ist der? Wo ist der? Alex, wie kann man das irgendwie locaten, wo der ist? An Robert merkt Hans. Imagine, dieserjenige hat jetzt ein Dings, ein Texture Pack für den Wizard reingemacht und da ist jetzt ein Skin von mir. Weil mein Skin, die Beine, wurden falsch animiert. Das wäre geil. Das wäre so lustig. Was? Jetzt komm hier, Spinne, ich tick aus. Oh nein, der Wizard ist draußen. Ja, okay. Aber wo? Obwohl, nee, vielleicht doch nicht so gut. Weiß ich nicht. Oh, ich finde das ja. Endlich mal Action im Projekt. Endlich mal Action. Also, so schlimm finde ich es auch gar nicht. Am ersten Tag. Ich weiß ja, gar nicht, ich bin überfordert. Levi, am ersten Tag ist Levi da. Und es geht rund. Henrik, was machen wir jetzt? Also, ich sehe das hier alles mit Humor. Aber, ein paar Creeper unter deinem Haus. Also, was mit Hamburg passiert ist, sehe ich mit Humor. Aber dass irgendwie der Server irgendjemand es hier. Es geht ja nicht um das. Das bauen wir ja auf. Aber was machen genau, wir mit dem Server? Genau, das weiß das ich ist tatsächlich. Die Frage. Ich kann halt auch jetzt. Ich denke, er hat sich ja anscheinend richtig gut getan, ne? Da ist er! Da, Alex, komm her, hilf mir! Da hinten, über der Lava, da ist der Obernacht-Tanz! Ja, ich hab ihn gefunden! Der Obernacht-Tanz! Ich hab ihn gefunden! Das kann nicht sein! Es ist so geil! Es ist einfach so. Henrik, wo bist du? Alex, warte kurz. Ich kann es aber auch überhaupt nicht sagen, weil irgendwie kommt mir das so. Ich wurde zum Wizard teleportiert. Wo ist er jetzt hin? Ich kann das grad. Ja, ich hab dich zum Wizard teleportiert. Dass du gegen ihn kämpfen kannst. Ich wollte, dass du den siehst, aber war dumm überlegt, ich hab zu kurz gedacht. Wo ist der? Okay. Könnt ihr mir jetzt mal einmal alle zuhören? Ja. Ich weiß jetzt, wofür Alex Schwarz steht, Trollmeister. Jetzt muss ich ihm auch einiges erklären. Denn ich habe einiges rausgelassen, weil es einfach sonst zu viel wird. Also, ne? Flying Cat ist der Alex, der neue Alex aus Flensburg. Ne? Der netter Freund von Alex. Und dann hat Alex, wir haben ja alle so diese Ketten an den Augen. Ich bin zum Beispiel der Hafenmeister. Also ich nicht, sondern Bugdruid, aber im Auftrag von mir, weil ich ja eigentlich der richtige Hamburger hier bin, ne? Und genau, der Hafenmeister. Der Bugdruid ist der Hafenmeister, hat blaue Aufschrift. Selber das Weinmeister hat auch blaue Aufschrift. Alex ist der Kaiser und hat deshalb so eine rot-goldene Aufschrift. Genau. Und er hat seinen Namen Schwarz gemacht. Schwarz wie die Hölle. Schwarz wie dunkle Sachen. Schwarz wie was weiß ich was. Genau, habe ich geraten? War falsch. Okay. Er hat mich raten lassen. Dann kam das jetzt alles mit Hamburg und so. Das war ja sozusagen ein großer Troll. Oder ist immer noch ein großer Troll. Und genau, ja, und dann habe ich auf Tab gedrückt und dann stand auf einmal Trollmeister. Und da habe ich mir natürlich gedacht, dass er den Troll gemacht hat, weil sonst würde er ja nicht so heißen, sonst würde Alex das auch gar nicht so angespielt haben. Aber, ja, der Bugdruid auch. Der war ganz pfiffig da. Aber da versucht sich der Alex noch rauszureden und ich glaube, ihr wisst jetzt noch, wer es sein könnte. Okay, ich glaube, wir haben jetzt den Übeltäter. Warum? Und jetzt wieder überall Plagegeister. Dann regnet es noch dazu. Gerade in der Konsole. Irgendjemand mit meinem Namen, der auch dabei heißt, versucht die ganze Zeit Zugriff zu haben. Okay, Anzeichen von einem Hacker. Aber warum sollte jemand dabei heißen, wenn Alex schon so heißt? Irgendwie ein bisschen verdächtig. Und auch was eben passiert ist mit dem Trollmeister. Die haben sich so ein bisschen verraten. Ja, jetzt, ich weiß, es ist jetzt alles verwirrend. Auf einer Seite erzähle ich euch hier, dass es sehr sass ist und dass er es wahrscheinlich ist wegen Trollmeister. Und dann auf einmal Hacker, Alex sagt wieder Hacker. Ja, das ist alles jetzt so ein Hin und Her zwischen Hacker oder Mitspieler, der einen schult. Ja, das ist alles so ein bisschen verwirrend jetzt auch nochmal. Wie die ganze Folge eigentlich, aber ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einigermaßen gut mitführen. Aber wer es ist, ihr werdet auf jeden Fall noch eine ausführliche Szene haben, in der besprochen wird, wer es wirklich ist. Also keine Sorge, die Folge wird nicht enden und so, ja, ist er jetzt ein Hacker oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. So wird es nicht sein. Die kommen alle zu mir! Heilige Scheiße! Nein! Ich glaube nicht.
Ich kann nichts machen. Ich stehe hier jetzt auf, Karun, Leute. Es ist nicht. Ach du Scheiße, was ist da? Der Bayer 4-1-2-2. Hä? Hier sind die neuen Skelette. Hä? Hier ist ein neues Dings aus dem 1.21 Update. Glück im Unglück, würde ich mal sagen. Das ist ein 1.21 Projekt, um auch die Sachen des 1.21 Gameplays zu, sag ich mal, erkunden. Und da ist das neue Sumpfskelett zustande gekommen. Da wurde das Sumpfskelett gespawnt. Das ist sozusagen ein Skelett. Es gibt ja schon ein Eisskelett und ein normales Skelett. Aber auch ein Skelett im Sumpf. Mit so modrigen Sachen, richtig schaurig. Und mit so einem Pilz auf dem Kopf. Das sieht richtig, richtig schön aus. Schön designt. Das ist sozusagen ein neues Mob. Das 1.21 Gameplay ist jetzt. Sieht man die so ein bisschen, weil sie gespawnt wurden. Aber ein bisschen, naja, ich sag mal, verschwommen und so. Ich blende hier jetzt nochmal ein Bild ein. Und da könnt ihr nochmal sehen, wie es denn echt aussieht. Hier sind die Sumpfskelette. Hey, was ist jetzt los? Die Sumpfskelette. Nein, wir werden gespoilert. Wer ist das? Sumpfskelette. Ja, Leute. Wir haben jetzt hier ein Feature des 1.21 Updates. 1.21. Darum, wo es im Projekt geht. Hier, die neuen Sumpfskelette, die sonst im Sumpf vorkommen. Jetzt aber auch. Gespoilert. Mann. Heilige Scheiße. Ich bin überrascht, dass mein Laptop nicht abstürzt. Ach du Scheiße, ich weiß, wer das ist. Ich weiß wirklich, wer das ist. Wer ist das? Wer ist denn das? Bitte. Wer ist das? Peter! Ist Peter das? Ich weiß, wer das ist. Peter! Ist der Mannschaft! Peter! Ist der Peter das? Kupfer! Na, das ist nicht der Peter, ich weiß wirklich, wer das ist. Kupfer Peter! Wer ist es? Na, Schmarrn! Ich weiß, wer das ist. Wer war da dabei, wo ich gesagt habe, dass ich einen Rapper kenne, wo Minecraft spielt? Was? Der Scheiße. Na, ich weiß, wenn du meinst. Ach den du Botzen Scheiße, ich Kini. Bin gewonnen. Du meinst den Botzen-Kini. Na. Da ist jemand dabei, der heißt Poisy. Henrik, ich zeig dir was. Ich zeig dir ein Foto. Was ist Rapper? Weiß, was? Rapper? Der hat mir schon mal ein Projekt. Aha, Alex hat anscheinend Übeltäter gefunden. Irgend so ein Rapper. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht genau, wer das ist. Keine Ahnung. Aber anscheinend hat er den Übeltäter gefunden. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht, ob er ihn bannt oder nicht. Das erfahrt ihr gleich. Wie machen wir das jetzt? Kriegen wir den irgendwie gebannt? Weil der macht ja nur Unheil hier. Ja, das probiert er da auch nicht. Er mag mich wahrscheinlich nicht sonderlich. Schau dir den Spawn an. Hier ist ein Schalker. Hab ich Schalker schon erwähnt? Nee. Ich glaub nicht, ne? Hä? Okay, jetzt ist besser. Ich war bei minus 7000. Alles ist weg. Hamburg, Hamburg ist weg. Es ist weg. Aber ich baue es wieder auf. Lass mir wieder. Es ist weg. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das kommt wieder hin. Nee, aber meine Landkarten sind alle weg. Alles, was in Wilderraum war, ist weg. Was? Meine wo? Kistenlager-Dinger sind weg. Ich denke mal wegen dem AE oder so. Meine ganzen Tiere im Stall sind auch tot. Meine Bienen sind auch alle tot. Und jetzt hat Alex einen Fehler gemacht, der alles problematisch macht. Er hat irgendwie /kill.de gemacht. Und somit ist alles, was im Bilderrahmen ist, alle Rüstungsstände, alle Tiere und auch noch, ja genau, alle Mobs gestorben. Er hat es gemacht, damit alles weg ist, aber er hat die Folgen nicht beachtet und da musste er erstmal noch 2 Stunden danach alles wieder herrichten, weil beim Andi ist ganz schön viel weg wegen der Bilderrahmen und den ganzen Tierchen. Und genau, das sind die Folgen, wenn man einmal nicht aufpasst. Also noch mehr Unglück im Unglück. Ja, diesmal nicht so gut gelaufen, ne? Aber alles ist wieder so, wie es ist. Komplette Tierrüstung ist jetzt auch weg. Perfekt. Aber, ja. Ach du Scheiße. Henrik, mach dir nichts draus, meine auch. Hat ja alles Schutz 4. Hä, ist deine Tierrüstung auch komplett weg? Ja, mein Rüstungsstand ist komplett weg. Ja, meine. Ach so, oi. Fix die. Ich hatte auf alles schon Schutz 4 und Haltbarkeit 3. Du hast gesagt, dein Bilderrahmen ist auch weg. Warte, ich glaube, meine Sauerstoffschüssel im Rahmen ist auch weg. Alles tot. Hallo. Na, guck mal, wie findest du Hamburg? Schön, ne? Ja, wie vor langer Zeit. Ja, wie vor langer Zeit. Das sieht doch schön aus. Ist schön orange, ne? Ich glaube, das ist die neue Werbetafel von der Reeperbahn. Das Orange. Ah. Oh, sieht aus wie Silvester. Ja, ich werde jetzt ein Mod oder so spielen. Das hier ist ja schlimmer als an der Helgolandküste mit den ganzen Vögeln. Hier ist ja Schalker-Treffen. Und jetzt kommt es raus, wer es war. Wer auch Alex und Alex verdächtig fand,
hat sogar recht gehabt. Ich bin jetzt dann bald bei Folge 10 und alle 10 Folgen sollen eine Special-Folge sein. Das ist das Special. Aber es ist nicht so lustig wie gedacht. Ich hab's mir denken können. Aber das Ganze ist sehr schief gegangen. Dann habe ich irgendjemanden im Creative gesehen, der da Hamburg Schrott gemacht hat. Und das bin ich. Du. Ja. Und der andere mit dem Monster, das ist der Alex. Also alles, was hier passiert ist, das war der Alex und ich. Ich wusste es, ich wusste es. Dass nichts kaputt gehen soll, war eingestellt. Ja. Da ist ja das Gegenteil passiert. Ja. Oh Mann. So, jetzt nochmal zusammengefasst. Alex und Alex haben sich zusammen ein Special überlegt. Und zwar Hamburg zu attackieren. Da gab es ja schon diesen Konflikt zwischen Bayern und Hamburg. Jetzt haben die das als Grundlage zur Special-Folge genommen. Ne? Das sollte ganz lustig sein. Eigentlich gar nicht so viel, aber alles ist aus dem Ruder gegangen. Mit den ganzen Folgen, die auch mit dem Feuer ausbreiten, war eigentlich ausgestellt, war jetzt aber an. Aber wir haben natürlich alles wieder aufgebaut. Und genau, Hamburg. Sicher kennen viele von euch Hamburg. Es wird gerade Nacht, ich weiß nicht warum. Aber die ganzen Mobs und so sollten sozusagen die Kriminalitätsrate Hamburg darstellen. Ich habe es aber eher als die besoffenen Leute an der Reeperbahn gedeutet. Ja, und der Henrik auch. Und genau, ja, und dann das Ganze, der Brand. Da habe ich ja wirklich das war ja wirklich so in Hamburg, das hat ja wirklich mal gebrannt da. Und genau, das wusste Alex aber nicht. Aber genau, das sollte sozusagen eine Special-Folge werden, als kleiner Prank von denen. Ist aber aus dem Ruder gelaufen. Aber es war relativ lustig und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen gelacht. Ne? Ich fand es ja selber auch ein bisschen lustig. Eigentlich steht Hamburg wieder. Aber jetzt kommen wir auch zum Nachteil. Er kam erst eine Woche später oder so. Genau. Alex hat nochmal versucht, Hamburg zu attackieren. Also der andere aus Flensburg. Nicht der Lautenschlag, sondern der andere. Und das finde ich nicht nett. Special, alles okay. Aber das, Alex, echt, das finde ich nicht so nett von dir, dass du es nochmal versuchst. Das ist dann auch ein bisschen zu viel. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Gerne mehr Special-Folgen, aber auch mal was anderes. Nicht immer Hamburg leiden lassen, ne? Alex hat dazu sein Video natürlich auch hochgeladen, wie er im Creative ist und mich prankt. Ich habe hier nochmal eine Szene für euch rausgeschnitten aus seinem Video. Die könnt ihr euch mal angucken, damit ihr auch mal seht, wie es aus seiner Perspektive ausschaut. Und wenn es euch gefällt, diese Perspektivenwechsel mal zu haben, dann schaut auf Alex' Kanal, abonniert ihn und schaut das Video dort ganz an. In seiner Folge. Obernacktanz? 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 Ja, ich hab ihn gefunden. Alter, ey, ich tick doch aus, Alter. Ja, ich hoffe, euch hat die schöne, lange Special-Folge gefallen. Ihr hattet sicher ein paar Lacher zwischendurch. Lasst alle gerne Like und Abo da und checkt Alex ab. In der Beschreibung verlinkt. Und wir sehen uns, ja, bald wieder. Ich war euch Spooktweet. Bringt nicht so viel Content in letzter Zeit, weil er ziemlich viel spielt. Und, also in dem Projekt und auch selber ganz viel cuttet. Und, ja, es ist nicht so viel. Aber egal, ich hoffe, euch gefallen die Folgen trotzdem.